Mitglieder und dem Landesvorstand, unsere Landesvorsitzende und Abgeordnetenkollegin Astrid Schramm. Herzlich willkommen hier bei uns in Homburg. Landesgeschäftsführer Dr. Andreas Neumann. Ich habe einige Kreisvorsitzende gesehen, Andrea Neumann, Sascha Spröttke und auch die Dagmar Ensch-Engel und die Heike Kugler sind hier. Euch ein herzliches Willkommen. Sie sind auch bei mir im Landtag, ich nenne sie jetzt nicht nochmal, aber mein Kollege aus dem Landtag, der Ralf Georgi, ist da und mein lieber Kollege von der CDU, der Christian Gläser. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Bundestagsabgeordneter Thomas Lütze ist entschuldigt, aber dafür ist von der SPD der neue Direktkandidat hier für den Wahlkreis da. Ja, ich begrüße Estra Limbacher. Estra, schön, dass du zu uns gefunden hast, den Weg. Und für die Kreistagsfraktion begrüße ich den Vorsitzenden der Fraktion Peter Kessler und die Kollegin Maria Diehl. Ja, schön, dass ihr da seid. Das wollte ich ganz extra für Maria bekommen. Stadt. Ich begrüße den Oberbürgermeister unserer Stadt, Rüdiger Schneidewind, der in für ihn schwierigen Zeiten den Weg zu uns gefunden hat. Da freuen wir uns drüber. Herzlich willkommen hier bei uns. Von der Stadtspitze begrüße ich Frau Beigeordnete Christine Becker und die Vorsitzende des Stadtverbandes für Sport, Astrid Bonaventura. Schön, dass ihr da seid. Aus dem Homburger begrüße ich an erster Stelle meinen Freund und Kollegen, den Fraktionsvorsitzenden der CDU, Michael Forster, die Fraktionsvorsitzende der Grünen, unsere Yvette Stopiera-Wiebelt, den OV-Vorsitzenden Professor Marc Piazzolo. Für die FWG-Fraktion hat sich Herr Berthold Spies angesagt und ich begrüße den Sprecher der Allianz und ehemaligen Gesundheitsminister Georg Weißweiler. Ganz herzlich hier bei uns. Stadtratskollege Markus Emser sowie viele andere Kolleginnen und Kollegen aus den Räten sind heute hier bei uns und ich begrüße auch ganz herzlich meine Fraktion im Stadtrat mit Tim Titt und Pascal Kessler. Der Ortsvorsteher von Kirberg, der Manuel Diehl, ist hier. Ich freue mich sehr und für die Beauftragten der Stadt darf ich Ansgar Hoffmann begrüßen und Frau Simone Lukas, die Beauftragte für Städtepartnerschaften. Schön, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen. Ich begrüße die Vorsitzende des Gewerbevereins Homburg, Annette Germann, und Geschäftsleute aus der Stadt, die sich kurzfristig angemeldet haben. Auch das ist eine schöne Geste hier bei unserem Neujahrsempfang. Susanne Murer wird nachher auch vorbeischauen, aber ich begrüße schon mal ihren Mann für die Gewerkschaft Verdi, also unseren Kollegen Frank Murer, Sprecher der Verdi-Betriebsgruppe im UKS. Und ich begrüße Hans Ruge, Gesamtbetriebsratsvorsitzender des Knappschaftsklinikums Saar. Herzlich willkommen, Herr Gewerkschaft. Ebenso Stefan Schor, der Verdi-Sprecher für den Fachbereich Gemeinden. Für die IG Metall muss ich den Ralf Reinstädtler, unseren ersten Bevollmächtigten, entschuldigen. Er liegt da nieder mit Zahnschmerzen ohne Ende und wir wünschen ihm von dieser Stelle aus wirklich gute Besserung. Er hat es verdient. Ich begrüße den Betriebsratsvorsitzenden von Bosch Homburg, Oliver Simon, und weitere Betriebsratskollegen. Herzlich willkommen, freue mich sehr, dass ihr da seid. Den Vorsitzenden des VdK Homburg, Herrn Hans-Jürgen Burkhardt, und den ASB-Vorsitzenden im Saarland, Guido Joost. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass der Personalratsvorsitzende des wissenschaftlichen Personals der Uni, wir sind als Homburg-Uni-Stadt, deswegen freut mich das sehr, dass Patrick Zeimetz heute hier ist, gemeinsam mit dem Vorsitzenden des AStA der Uni Saar, mit Govinda Sicheneder. Genauso freue ich mich, weil wir gerade bei der Uni sind, dass die Geschäftsführerin des Saarländischen Studentenwerks, Frau Annemarie Oswald, und ihr Team auch da sind. Herzlich willkommen. Das ist schön, dass ihr da seid.
in Lautenbach, die heute hier ist. Und es ist ja ein aktueller Anlass, die Windparkfrage am Hücherberg ist hochaktuell, wird jetzt auch von der CDU kritisch beäugt und wir werden dazu etwas sagen, uns öffentlich äußern und da dranbleiben. Und ich begrüße ganz herzlich weitere Mitstreiterinnen und Mitstreiter einer weiteren Bürgerinitiative, nämlich die gegen die geplanten Friedhofsschließungen. Der Herr Glaser ist da mit seinem Team, sage ich jetzt mal. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr da seid heute Abend. Sie sind bisher wie eine Trutzburg mit ihrer Hartnäckigkeit gewesen. Machen Sie weiter so. Wir sind an Ihrer Seite. Wir werden die Friedhöfe gemeinsam retten. Da wird nichts zugemacht. Und zum Schluss begrüße ich natürlich die Vertreter der Medien hier in Hamburg. Hier wird immer fair und ausführlich berichtet. So wünsche ich mir das auch zu unserem heutigen Neujahrsempfang. Ein großes Dankeschön noch an das bewährte Kälterer-Team rund um Daniel Schlosser und an die eigentlichen Chefs hier im Siebenpfeifer-Haus, den Reinhard Krug und den Theo Egger, die das hier alles geregelt haben. Die haben wirklich dicken Applaus verdient. Ja, und last but not least, die Kultband, die in der Musikszene nicht mehr wegzudenken ist. Sie haben wie im letzten Jahr alle Auftritte in Ichkel und bundesdeutschen Städten abgesagt, um heute hier zu sein. Wir begrüßen Mr. Andy Korb und die Firma Holunder. Ja, meine Damen und Herren, sehr verehrte Gäste, liebe Freundinnen und Freunde. Es ist vieles im Fluss, man spürt es. Man hört hier und da genauer hin und stellt fest, am 26. März könnte es im Land einen Wechsel geben. Ist immerhin möglich. Dann könnten sich die Kolleginnen und Kollegen der CDU vielleicht mal wieder etwas ausruhen und in der Opposition neue Kraft schöpfen. Das hätte doch was. Denn was stellen wir fest in unserem Land? Der Schuldenberg, er hat sich mehr als verdoppelt. Größere Leitinvestitionen an der Saar, wie zu Oskars Zeiten, Fehlanzeige. Ansiedlung neuer, zukunftsfähiger Jobs an der Saar, Fehlanzeige. Stattdessen droht ein Verlust guter Arbeitsplätze in der Industrie, ausgerechnet und das, obwohl wir an der Saar Industrieland sind. Deshalb darf Bosch Saarland nicht weiter schrumpfen. Bosch ist durch die Arbeit der Beschäftigten in Neunkirchen und Homburg erst erfolgreich geworden. Das waren die Beschäftigten, die das geleistet haben und nicht eine einsame Unternehmensspitze. Und jetzt darf diese Unternehmensspitze diese Beschäftigten auch nicht einfach fallen lassen. Dafür kämpfen wir und dafür sind wir an eurer Seite. Wir haben dazu im Stadtrat eine Resolution verabschiedet, überregional beachtet, und zwar gemeinsam mit der SPD. Also geht doch, kann man dann nur sagen. Das war ein wichtiges Signal und wir haben es zusammen gemacht. Jedenfalls war das eine zigfach bessere Aktion als die unsägliche Überwachung von Mitarbeitern durch Detektive auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger. Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, eines ist doch klar, wenn es Missstände gibt, dann müssen die abgestellt werden. Dazu gibt es Strukturen in der Stadtverwaltung, dazu gibt es Gremien, den Personalrat und den Stadtrat. Weit über 300.000 Euro für Detektive sind in Homburg angesichts der leeren Kassen kaum zu erklären. Und das hat auch der Oberbürgermeister verstanden. Und deswegen fordern wir auch weiter Aufklärung im Stadtrat. Wir werden nicht locker lassen. Wir wollen eine Sondersitzung des Rates. Das ist auch keine Oppositionsquälerei, lieber Rüdiger, sondern das ist dringend geboten, um weiter Klarheit über die Vorgänge zu bekommen. Denn niemand kann verstehen, warum Gebühren und Beträge immer weiter steigen, die kommunalen Steuern, Grundsteuer B, die kleinen Leute sind betroffen. Das wissen wir alles. Auch die Hundesteuer, die viele trifft, die eben an ihrem Hund hängen, müssen mehr bezahlen. Das kann nicht sein. Und die Friedhofsschließungen, habe ich erwähnt, sie drohen weiterhin. Und gleichzeitig wird das Geld für eine solche Maßnahme eben aus dem Fenster geworfen. Zu empfinden ist viele, nicht zuletzt auch mit Blick, wenn man das Ganze betrachtet, was das heißt für die Betroffenen und ihre Familien, also davon ganz zu schweigen, was das bedeutet.
Und man muss auch nochmal sagen, es ist ja nicht so, dass wir jetzt in Stadt und Land etwas sparen mussten, weil vorher für unnötige Dinge zu viel Geld ausgegeben worden wäre. Zumindest für die Stadt kann ich sagen, es ist eine Haushaltsnotlage, aber die hat die Stadt nicht unbedingt selber verschuldet. Im Land, würde ich mal sagen, gehe ich nicht über die Brücke, aber hier in der Stadt ist das so. Wir haben ein großes Haushaltsproblem, weil die Steuern für Superreiche, für Großkonzerne und Millionenerben immer weiter gesenkt worden sind. Die Zahlen sind bekannt, ich nenne sie noch mal kurz. Die Arbeitskammer hat errechnet, dass das Land wegen der verfehlten Steuerpolitik seit dem Jahr 2000 Jahr für Jahr rund 240 Millionen Euro verliert. Und die saarländischen Städte und Gemeinden werden rund 130 Millionen weiter verlieren. Das sind die Zahlen und das können wir uns doch nicht mehr leisten, wenn wir wollen, dass die Daseinsvorsorge vor Ort funktioniert, dass die Kommunen, die Städte weiterleben. Also auch hier muss sich etwas ändern. Hier braucht es dringend einen politischen Wechsel für eine andere, eine gerechtere Steuer- und Abgabenpolitik. Dafür stehen wir als Linke. Etwas optimistischer, jetzt mache ich einen Schwenk, können wir bei der S-Bahn nach zwei Minuten sein. Das nenne ich deswegen, weil ich jetzt gerade an die Daseinsvorsorge gedacht habe. Ich habe vorhin auch eine Umfrage gehört im Radio, dass eben der ÖPNV und überhaupt alles, was mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu tun hat, im Saarland halt ganz, ganz hinten erst kommt. Und viele haben eben kein Auto. Mobilität ist ein Stück Lebensqualität. Und darum geht es. Deswegen feiten wir so vehement für diese Bahnstrecke. Zusammen mit vielen anderen. Der Herr Scheel ist auch heute da. Wir haben schon ganz vieles zusammen gemacht und können jetzt in Sachen Bahnstrecke etwas optimistischer in die Zukunft blicken. Es geht nämlich nicht um eine Bimmelbahn oder eine Spaßbahn. Es geht um ein wichtiges verkehrspolitisches Projekt. Und das muss zeitnah umgesetzt werden im Sinne unserer Stadt, im Sinne der Biosphäre Fliesgau. Ich könnte diese Agenda ewig fortsetzen. Wir wollen diese Bahnstrecke. Wenig hört man in unserer Stadt in letzter Zeit dagegen vom neuen Einkaufscenter hier in Homburg. Zuerst viel Tamtam, jetzt die große Ruhe. Wir werden schauen, was noch kommt. Wir haben das von Anfang an sehr, sehr kritisch gesehen, vor allem mit Blick auf die Geschäfte in der Innenstadt, die inhabergeführten Geschäfte. Wir sind der Meinung, ein großes Center führt zur Verödung der Innenstädte. Das wollen wir nicht. Wir möchten, dass die Stadt aufblüht mit vielen kleinen Geschäften. Wir gehen hier einen anderen Weg und werden weiter kritisch ein großes Center im Auge behalten. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Es gibt auch Fortschritte, das muss man jetzt auch sagen. Auch wenn der Fortschritt bekanntermaßen meist eine Schnecke ist. Ich nenne die gebundene Ganztagsgrundschule in Homburg. Sie ist ja noch nicht da, aber sie kommt doch ganz langsam auf den Weg. Es ist eine ewige Forderung von uns. Wir möchten, dass unsere Kreis- und Unistadt durch dieses Angebot bereichert wird. Jetzt gibt es, nachdem wir vor zwei Jahren den Beschluss gefasst haben im Rat, endlich eine erste Informationsveranstaltung für Eltern. Immerhin nach zwei Jahren, langsam aber sicher, hoffen wir, dass wir zum Ziel kommen. Und noch etwas, wenn ich an die Schulen denke, fällt mir an erster Stelle hier auch bei der Ganztagsschule ein. Es geht hier bei der gebundenen um eine gebührenfreie Schule. Und das ist ein ganz wichtiges Stichwort. Es geht nämlich um die Entlastung der Eltern. Und das kann man nicht so zur Seite wischen. Das ist einfach dringend notwendig und das wird auch immer notwendiger. Und deshalb darf es nicht sein, dass Kinder aus Kostengründen vom Mittagessen an der Schule ausgegrenzt werden. Das ist doch eine Schande in unserer reichen Gesellschaft von heute. Und das müssen wir, das wollen wir ändern. Und deshalb darf es eben auch nicht sein, dass der Lohn gerade bei den Alleinerziehenden regelrecht draufgeht, weil die Elternbeiträge für Kinderbetreuung viel zu hoch sind. Hier sage ich klar, liebe Freundinnen und Freunde, meine sehr verehrten Damen und Herren, Gebühren für Mittagessen und Kita gehören abgeschafft. Dafür steht die Linke. Und nicht irgendeine lumpige 2-Euro-Kindergelderhöhung, die kaum ankommt. Das ist ja Hohn im Blick auf die Situation vieler Eltern. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren, hier im Land wurden Millionen für Pleitebauten versenkt. Ich zähle sie nicht nochmal auf. Ich sage nur, Kinder sind mehr wert als Beton.
Und das ist genau eines von ganz, ganz vielen Themen, die wir im Wahlkampf ganz nach vorne stellen wollen. Weil das die Menschen bewegt, weil wir hier Lösungen brauchen im Sinne der Betroffenen. Und einer, der immer noch viele Menschen bewegt, viele Gemüter bewegt und über den sich auch einige aufregen. Einer, der aber ganz vieles regeln kann, denn er hat es jahrelang bewiesen. Und dem einen gebe ich jetzt das Wort. Applaus, meine Damen und Herren, für Oskar Lafontaine. Schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Auch ich heiße Sie herzlich willkommen und da wir einen Neujahrsempfang haben, sage ich ein herzliches, saarländisches Prost Neujahr. Ich wünsche Ihnen allen Gesundheit und Glück in diesem Jahr, dass Ihre Sorgen etwas weniger werden. Und natürlich denke ich nicht nur an uns, wie wir hier in diesem Raum versammelt sind, sondern wenn man sich politisch ein Leben lang engagiert hat, denkt man an die Probleme der Welt, denkt nicht nur an das eigene Land, sieht, wie viel Krieg und Not es in der Welt noch gibt und wünscht, dass in diesem Jahr diese Kriege und diese Not etwas weniger und etwas geringer werden. Das ist mein Wunsch für dieses Jahr und ich nehme an, die meisten von Ihnen werden diesem Wunsch zustimmen. Und deshalb möchte ich beginnen mit ein paar Gedanken zur Weltpolitik, weil Sie hören das jeden Tag. Sie hören jeden Tag die Nachrichten und werden sich Ihre Gedanken machen. Und deshalb will ich das kurz streifen und meine Überlegungen Ihnen dazu sagen. In den letzten Monaten ist wieder sehr verstärkt über den sogenannten Terrorismus diskutiert worden. Es gab Anschläge bei uns, zunächst kleinere, dann ein größerer Anschlag in Berlin, es gab Anschläge in Europa. Und dennoch will ich Sie bitten, darüber nachzudenken, dass wir, wenn wir über die Anschläge bei uns und in Europa sprechen, das Unglück und das Leid beklagen, dass wir gleichzeitig doch immer in Gefahr sind, mir geht es so, vielleicht geht es auch Ihnen so, nicht daran zu denken, in welch großem Umfang es auch Not und Leid in anderen Teilen der Welt gibt. Und wenn wir beispielsweise an den Vorderen Orient denken, an die Kriege dort, dann müssen wir feststellen, dass das, was wir hier beklagen, in einzelnen Fällen dort der Alltag ist. Dass die Menschen dort täglich mit solchen Unglücksfällen konfrontiert sind, dass Attentate durchgeführt werden, dass Bomben geworfen werden und so weiter und so weiter. Und hier bin ich dann bei einem großen Fehler der Weltpolitik, wie ich ihn sehe, der Fehler, dass in der Weltpolitik man sich nicht darüber Gedanken macht, was eigentlich Terrorismus ist. Und ich selbst habe das im Bundestag immer wieder angesprochen, dann steht man so am Pult, dann sitzt da die Bundeskanzlerin und wir haben oft über den Terrorismus diskutiert. Die Bundeskanzlerin sagte, sie wolle den Terrorismus bekämpfen, das sagt sie heute auch noch, sagen viele andere Politiker noch. Und meine Gegenfrage ist, war immer die gewesen, Frau Bundeskanzlerin, wenn Sie den Terrorismus bekämpfen wollen, bitte sagen Sie uns doch einmal, was ist Terrorismus? Ist überhaupt eine Frage in der Politik, die nie oder kaum gestellt wird. Alle reden über Freiheit, alle reden über Demokratie, alle reden über soziale Gerechtigkeit. Aber man muss immer wieder die Frage stellen, was ist das, was meinst du denn? Und Sie werden feststellen, wenn Sie in Gesprächen solche Fragen stellen, dass es kaum Antworten gibt, die ähnlich lauten und oft werden Sie feststellen, dass diejenigen, die Begriffe verwenden, dass sie gar nicht wissen, was damit gemeint ist. Also was ist denn Terrorismus? Die Bundeskanzlerin hat meine Frage nie beantwortet im Deutschen Bundestag. Sie können das in den Protokollen nachlesen. Vielen Dank. Sie können das in den Protokollen nachlesen. Und eines Tages hat dann der deutsche Gesetzgeber ein Antiterror-Dateigesetz verabschiedet. Und in diesem Antiterror-Dateigesetz steht auf einmal, Terrorismus ist die rechtswidrige Anwendung von Gewalt, um politische Ziele durchzusetzen. Und da habe ich mich nochmal zum Wort gemeldet und habe den Abgeordneten, den Damen und Herren des Deutschen Bundestages gesagt, wissen Sie, was Sie jetzt eigentlich beschlossen haben? Wurden alle überrascht. Da habe ich gesagt, Sie haben beschlossen, dass diejenigen, die den rechtswidrigen Irakkrieg zu verantworten haben, die das den Tod von vielen Hunderttausend zu verantworten haben, also Bush, Blair und all die anderen, dass das Terroristen sind. Sie müssen sich das endlich mal klar machen. Wir dürfen nicht nur sagen, wenn ein Moslem Bomben irgendwo zündet, das ist ein Terrorist. Nein, wenn die westliche Wertegemeinschaft, wie sie sich nennt, Bomben wirft und Hunderttausende in einem völkerrechtswidrigen Krieg umbringt,
dann sind das genauso Terroristen. Denn die Mütter beweinen ihre Kinder, egal wer die Bomben wirft. Das muss die Welt endlich mal begreifen. Das ist ein großer Fehler der Weltpolitik, dass darüber gar nicht gesprochen wird. Das ist dann erstaunlich, dass manchmal Künstler wie Peter Ustinov das erkannt haben. Sie werden meistens diesen Schauspieler kennen, der hat einmal gesagt, Krieg ist der Terror der Reichen und Terror ist der Krieg der Armen. Und damit hat er das Ganze auf den Punkt gebracht. Mehr Weisheit in dieser Aussage zusammengefasst, als all das, was die großen Staatsmänner und Staatsfrauen, ich denke an Angela Merkel, dieser Welt zusammen sagen. Und ich sage Ihnen eines, wir werden den Terrorismus nicht bekämpfen können, wenn wir uns nicht Gedanken darüber machen, was das eigentlich ist. Und wenn wir nicht begreifen, dass wir nicht jahrelang oder jahrzehntelang als westliche Staaten im Vorderen Orient Bomben werfen können und dort viele Hunderttausende sterben und uns einbilden, hier passiert nichts. Wer Frieden will, darf keine Kriege führen, unter Bombenteppichen wächst kein Frieden. Das war meine Überzeugung und ist es immer noch. Und wir müssen das endlich begreifen. Deshalb sagen wir als Partei Die Linke, und ich freue mich, dass Kolleginnen und Kollegen anderer Parteien hier sind, bitte Sie darüber nachzudenken. Deswegen sagen wir als Partei Die Linke, Deutschland soll sein Grundgesetz ernst nehmen, soll eben die Bundeswehr im Verteidigungsfall einsetzen, aber nicht mit der Bundeswehr überall in der Welt Kriege führen. Da war ich hier Sozialdemokrat. Da erinnere ich an Helmut Schmidt, der immer gesagt hat, in Afghanistan haben wir nichts verloren. Und der auch gesagt hat, der Jugoslawienkrieg ist völkerrechtswidrig, wir sollten uns daran nicht beteiligen. Aber noch viel wichtiger war für mein politisches Leben der Friedensnobelpreisträger Willy Brandt, dessen Maxime war, von deutschem Boden darf niemals wieder Krieg ausgehen. Das war seine Maxime. Das ist das, was wir auf der Ebene von Berlin immer mit den anderen Parteien diskutieren müssen. Ist die jetzige Außenpolitik richtig? Jetzt kriegen wir bald einen neuen Außenminister. Ja, es ist schade, dass eben jetzt gelacht wird, weil das ja einiges sagt. Und wenn wir über Kriege sprechen und dann ich über Sigmar Gabriel spreche, dann spreche ich natürlich über Waffenexporte. Und ich will so hier mal sagen, auch den Kolleginnen und Kollegen der anderen Parteien, wie ich zu meinen Urteilen komme. Ich habe mir die nicht selber alle nur zurechtgelegt. Ich habe mich jetzt auf Schmidt und Brandt bezogen, was die Kriegsführung angeht. Was die Waffenexporte angeht, habe ich immer als Schüler, schon als Student, den Brief von Sigmund Freud und Albert Einstein gelesen zu dieser Frage. Und diese beiden für mich größten Geister mit des letzten Jahrhunderts, sie haben in diesem Brief geschrieben, wenn wir Frieden wollen, dann müssen wir endlich aufhören, Waffen zu produzieren. Das war ihre Überzeugung. Und sie hatten, und das Mindeste, was da ist, das Mindeste, was so richtig ist, ist, dass man sagt, wir müssen aufhören, Waffen in Spannungsgebiete zu liefern. Ich finde es verrückt, dass die deutsche Bundeskanzlerin, die Bundesregierung, dass die Waffen an Saudi-Arabien, an Katar und überall liefern und dann wundern sich, sie liefern die direkt weiter an den IS. Das ist doch alles verrückt. Sie dürfen eine solche Politik nicht mehr unterstützen. Und noch einmal, ein afrikanischer Bischof wurde mal auf diese Fragen angesprochen. Und da wurde eben auch gesagt, die Moslems, es war nicht ein Bischof, Entschuldigung, es war ein Geistlicher eben der muslimischen Welt in Afrika, die Moslems seien die Terroristen. Und dann hat er einfach nur zurückgefragt, wo stehen eigentlich die großen Waffenfabriken der Welt? Die stehen nicht in Syrien, auch nicht in Afghanistan, auch nicht im Irak, auch nicht in Saudi-Arabien, auch nicht im Jemen. Können Sie das jetzt weiter fortführen? Haben wir mal darüber richtig nachgedacht?
Und können wir angesichts einer solchen Analyse noch glauben, wir seien die Guten und da seien die Bösen? Also eine große Frage der Weltpolitik ist eben das, was wir Terrorismus nennen. Und es ist das wirtschaftliche System, und jetzt denke ich an die Christdemokraten, die hier sind. Ich bin ja in der katholischen Kirche aufgewachsen. Meine Mutter wollte, dass ich Priester werde. Irgendetwas hat mich daran gehindert. Ich weiß nicht genau, was das war, aber irgendwas muss mich daran gehindert haben. Aber ich kenne die Lehren der Kirche noch und ich bewundere, ohne jetzt hier den großen Gläubigen zu mimen, den Papst in Rom. Und dieser Papst hat die Systemfrage aufgeworfen. Und er sagte, diese Wirtschaft tötet. Und wenn man sich etwa auf christliche Werte beruft, was ja viele in der westlichen Welt tun, muss man doch mal nachdenken, was sagt der denn da? Und was er sagt, und das ist das Erfreuliche für mich, ist, dass die vielen Kriege, die geführt werden, und das ist das Traurige, ja gar nicht mit Demokratie, mit Frauenrechten, mit Verbesserung des sozialen Lebens, mit Brunnenbohren und so zu tun haben. Nein, die Kriege werden wie all die Jahrhunderte geführt um Absatzmärkte und Rohstoffe. Es würde im Irak kein Krieg geführt, wenn dort kein Öl wäre und nur Datenwachse wird. Und das müssen wir endlich alle mal begreifen. Das also zu dieser einen wichtigen Frage. Dann komme ich zu der anderen wichtigen Frage. Das sind die Flüchtlinge. Alle sagen jetzt, wir müssen darauf achten, dass nicht mehr so viele Menschen fliehen müssen. Alle Parteien sagen das im Deutschen Bundestag. Ja, aber das Naheliegende sagen die mit uns konkurrierenden Parteien nicht. Das Naheliegende ist doch, wenn wir nicht wollen, dass so viele Syrer hier nach Deutschland kommen, dann müssen wir aufhören, dort Krieg zu führen und dort noch mitzumachen. Das ist doch alles irre, was wir heute an Politik haben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wer will, dass keine Menschen fliehen müssen, muss aufhören, Bomben zu werfen. Ist das denn so schwer zu begreifen? Wir verteidigen dort nicht Deutschland. Sondern wenn wir mit Bomben werfen, das heißt, wir sind ja nur an der Zielfindung beteiligt, über Airbags, oder wir liefern die Tornados, die Aufklärungsbilder liefern, die kommen auch irgendwie über Umwege dann in die Türkei und die bombardieren dann die Kurden und so weiter und so weiter. Da müssen wir wissen, was würde denn hier passieren, wenn ständig Bomben fielen und Familien ausgelöst werden. Tradition meines politischen Ziehvaters Willy Brandt, wir müssen abrüsten und die frei werdenden Gelder einsetzen, um dort eben den Hunger zu bekämpfen. Es sterben täglich Tausende von Kindern an Hunger, während eben die Idioten, die in der Welt regieren, so muss ich einmal schon sagen, immer neue Waffen produzieren. Jetzt haben wir ja Trump, der will weiter aufrüsten. 600 Milliarden Dollar geben die USA aus, nein, das reicht nicht. Immer mehr, welch ein Wahnsinn. Wann kriegt diese Welt ein menschliches Antlitz und wann rüsten wir ab und geben das Geld dafür aus, den Hunger zu bekämpfen? Das ist meine Position. Und nachdem ich jetzt diese zwei großen Themen kurz gestreift habe, Terrorismus auf der einen Seite, Fluchtbewegung auf der anderen Seite, will ich etwas sagen zum aufkommenden Rechtsradikalismus in Deutschland und der Welt. Das macht mir Sorge und die Älteren erinnern sich vielleicht noch an das, was wir in unserer Jugend diskutiert haben. Warum wird die Rechte stark? Es gibt eine Antwort im politischen Spektrum, und das sage ich auch und freue mich, dass Vertreter anderer Parteien hier sind, damit es nicht nur heißt, ach, der zieht nur über andere Parteien her. Nein, ich sage, ich bin überzeugt, schon aus den Lehren der Weimarer Republik, aber auch schon vorher, dass die Rechte stark wird, wenn die Linke versagt. Und das will ich dann etwas deutlicher machen. Die Linke war zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, damit wir uns langsam dann Europa und Deutschland nähern, war die Demokratische Partei. Die hat früher Streiks organisiert. Die hat sich früher für die Arbeiter, die weißen Arbeiter eingesetzt. Die hat früher dort eine hohe Zustimmung gehabt. Und was ist aus der Demokratischen Partei geworden? Was war Hillary Clinton? Das war eine Frau, die das Establishment in Washington in vollem Umfang repräsentierte,
Also die Clique, die sich maßlos bereicherte und nichts dagegen getan hat, dass eben die Leute immer weniger Arbeit hatten und immer weniger Lohn haben. Und dann wundern die sich, dass sie irgendwann so an autoritären Menschen diesen Trump gewählt haben. Nein, dort hat die Linke, die demokratische Linke versagt. Und den einzigen, der glaubwürdig dagegen gehalten konnte, Bernie Sanders, den haben sie abgemeiert, die Medien und das Establishment. Und deshalb sind sie schuld daran, dass ein Trump groß geworden ist, der jetzt die USA regiert. Warum ist bei uns die AfD groß geworden und hat jetzt Zulauf? Natürlich auf der einen Seite, weil eben die Fluchtbewegungen und die Entscheidung Angela Merkels dazu geführt haben, dass viele Leute Angst bekommen haben, viele Leute ihre soziale Existenz gefährdet sehen. Aber da steckt ja etwas anderes dahinter. Und da kann ich mich auf den IG Metall-Vorsitzenden berufen, Herrn Hofmann oder den Kollegen Hofmann, der gesagt hat, die Agenda 2010 hat der AfD den Boden bereitet. Oder anders ausgedrückt, wenn die Menschen sehen, was täglich passiert, wenn die lesen irgendwo in der Bildzeitung oder in anderen Zeitungen, dass ein Herr Winterkorn, der so versagt hat in Volkswagenwerk, wie er versagt hat, dass der am Tag 3.100 Euro Rente kriegt, und dann selbst sehen auf ihrem Zettel, dass sie eben dann vielleicht ein paar Euro mehr kriegen, aber dann wieder höhere Beiträge für Krankenversicherung und so weiter zahlen müssen, dann kriegen die irgendwann mal die kalte Wut. Und die muss man verstehen. Und wenn dann keine Adresse da ist, an die sie sich wenden, wenn beispielsweise die deutsche Sozialdemokratie, deren Vorsitzender ich ja war, wenn sie eben diese Agenda mit zu verantworten hat, auch den Abbau der Renten mit zu verantworten hat, dann werden diese Parteien nicht mehr gewählt und irgendwann laufen sie zur Rechten. Und deswegen ist das beste Mittel gegen die AfD und das Aufkommen des Rechtsradikalismus die Wiederherstellung des Sozialstaates. Es gibt keinen anderen Weg. Darüber diskutieren, das ist ja ein großes Thema, die Wiederherstellung des Sozialstaates, will ich nur eine Zahl nennen, wo ich dann manchmal zu Hause sitze oder abends im Bett liege und nachdenke und denke, wie kann das alles sein? In Österreich hat ein durchschnittlicher Rentner 800 Euro mehr im Monat als in Deutschland. Ich wiederhole es nochmal. In Österreich hat ein durchschnittlicher Rentner 800 Euro mehr als ein durchschnittlicher Rentner in Deutschland. Kann mir irgendjemand hier erklären, warum das so ist? Ist Österreich so viel reicher als Deutschland? Das kann doch wohl kein Einziger behaupten. Nein, die haben natürlich höhere Versicherungsbeiträge, die haben viel mehr Einzahlende, eine Art Bürgerrentenversicherung. Alle müssen einzahlen, auch die Wohlhabenden, auch die Beamten, auch die Politiker, auch die Selbstständigen und so weiter. Und die können 800 Euro im Schnitt mehr zahlen. Und ich stelle mir manchmal die Frage, warum lassen sich die Leute hier alles gefallen? Warum haben wir nicht Millionen vom Kanzleramt, die sagen, komm raus und ändere endlich das Rentensystem. Wir wollen dasselbe haben wie in Österreich. Das ist doch nicht so viel verlangt. Wenn man das sagt, dann heißt es auf einmal Populismus. Das ist mittlerweile zu einer Faust, zu einer Panzerfaust der Dummheit in Deutschland geworden, dieses Wort Populismus. Ein amerikanischer Politiker und Soziologe, der heißt Francis Fukuyama, der eine oder andere wird mal was von ihm gehört haben, der hat richtig analysiert, als Populismus bezeichnen die regierenden Parteien heute all das, was ihnen nicht passt. Selber erlebt, als ich im Deutschen Bundestag zum Beispiel gesagt habe, an dieses Ausbreiten des Niedriglohnsektors, wir brauchen höhere Löhne. Ach, welch ein Populist. Wenn ich gesagt habe, wir brauchen höhere Renten, ach, welch ein Populist. Wenn ich gesagt habe, wir brauchen ein gerechter Steuer, also du redest gerechter Steuer, du redest den Leuten ja nur nach dem Munde. Welch ein Populist, sagen sie dann.
Das Wort Populismus ist so eine anmaßende Formel der Etablierten geworden, die sich nicht ändern wollen. Und da sage ich jetzt etwas, weil auch Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten hier sind. Ich warte darauf, dass sich irgendwann mal wieder dort etwas tut. Dass die SPD mal wieder weiß, wo sie eigentlich herkommt. Und nicht sagt, die Forderung nach höheren Löhnen ist populistisch und die Forderung nach höheren Renten ist populistisch und die Forderung nach besserem Arbeitslosengeld ist populistisch. Was soll denn das alles? Und ich habe zum Beispiel mit Sigmar Gabriel und Martin Schulz hier gesprochen, als sie hier waren an der Saar, und habe gesagt, mein Gott, wann wollt ihr denn endlich diesen Irrweg beenden? Als ich Vorsitzender war, hatte die SPD über 40%. Jetzt liegt sie bei 20%, hat die Hälfte der Wählerinnen und Wähler verloren, hat die Hälfte der Mitglieder verloren und die ändern immer noch nichts. Ich sage nur einen Kommentar zu Martin Schulz. Die Gesichter, die ändern überhaupt nichts, wenn wir die Gesichter auswechseln. Das Einzige, was etwas bewirkt, ist, wenn die Politik anders wird, wenn endlich wieder mal soziale Gerechtigkeit im Zentrum auch der Politik der ehemaligen Arbeiterpartei, die sich SPD nannte, steht, dann ändert sich wieder was. Sonst nicht. Ja, warum haben zum Beispiel Bernie Sanders und jetzt auch Corbyn in Großbritannien, warum haben die so viel Zulauf? Auch Corbyn, der kein großer Redner, kein großer Charismatiker ist, warum haben die jetzt 500.000 Mitglieder in der Labour Party? Blair hatte nur 200.000 Mitglieder. Warum? Weil diese beiden, Sanders und Corbyn, glaubwürdig waren und sind. Das ist der Grund. Die Leute sehen sich nach Menschen, die halbwegs wahrhaftig sind und sagen, das verspreche ich, das mache ich auch. Und wenn ich also mal an die früheren Wahlen hier an der Saar erinnere, und da schließe ich also alle jetzt hier ein, aller Parteien, warum hatten wir damals über 50%, schlicht und einfach deshalb, weil wir fehlerfrei waren, aber weil die Leute wussten, dass das, was wir gesagt haben, im Grunde genommen auch gemacht worden ist. Als wir gesagt haben, wir treten für die Bergleute ein oder wir retten die Stahlindustrie, da haben wir es auch gemacht. Nicht nur davon geschwätzt, nein, wir haben es umgesetzt und das hat Vertrauen hier in der Saar aufgebaut. Und so soll es auch in den nächsten Jahren sein, liebe Freundinnen und Freunde. Und Barbara hat ja einige Bemerkungen bereits dazu gemacht. Wenn wir jetzt die Landespolitik betrachten, da sind die Kontroversen, über die ich bisher gesprochen habe, ja gar nicht hier zu entscheiden. Hier ist nicht die Frage von Krieg oder Frieden zu entscheiden. Hier ist nicht die Waffenlieferung zu entscheiden. Hier ist nicht zu entscheiden, leider die Sozialgesetzgebung, hier ist leider die Steuergesetzgebung. Nichts von alledem, was uns im Bund trennt, ist hier zu entscheiden. Deshalb ist hier an der Saar eine Zusammenarbeit möglich, für die ich werbe. Und natürlich muss man Gründe haben, warum man eine Regierungsveränderung hier will. Und den wichtigsten Grund hat Barbara bereits genannt, wenn man das Land nach vorne bringen will, dann muss man Leitinvestitionen machen. Und wenn man das Land nach vorne bringen will, dann muss man auch mal Industriebetriebe ansiedeln. Und das ist der Vorwurf an die bisher Regierenden, an die Kolleginnen und Kollegen von der CDU, die 18 Jahre hier jetzt regieren. Könnten wirklich mal eine kleine Atempause gebrauchen. Es ist keine Leitinvestition getätigt worden und es ist kein größerer Industriebetrieb angesiedelt worden. Das ist der Vorwurf. Und das kann die CDU als führende Regierungspartei nicht widerlegen, denn dann müsste ich sagen, welch größer Industriebetrieb hier angesiedelt worden ist. Als ich mit der Industrie- und Handelskammer diskutierte, hat Frau Kramp-Karrenbauer gesagt, dass eben die Fordwerke zu Röders Zeiten angesiedelt worden sind. Das stimmt. Ich weiß nicht, wer hier noch ist, der Röder noch kannte. Ich kannte ihn noch. Oder so. Aber es geht nicht darum, was unter Röders Zeiten an, es geht darum, was jetzt in den letzten 18 Jahren geschehen ist. Und wenn man sagt, wo habt ihr denn eine strategische Leitinvestition vorzuweisen, die gibt es nicht. Da wird man ein Institut genannt, da freuen wir uns.
CISPA beispielsweise, also neues Informatikinstitut, das aus der Informatik heraus gewachsen ist, das brauchen wir. Aber strategische Investitionen waren beispielsweise zu meiner Regierungszeit die Entscheidung, die Informatik zu einem Glanzpunkt der SAP-Uni zu machen. Da ist nicht ein Institut gekommen, nicht zwei, nein, dann sind 10 Institute in unterschiedlichen Bereichen neu angesiedelt worden. Und heute steht die Informatik in der SAP eben als Glanzpunkt, da auch an der SAP-Uni. Aber wenn das mit den Sparorgien so weitergeht, dann sparen wir auch noch die Informatik kaputt. Nein, wir müssen hier etwas ändern. Wir müssen wieder anknüpfen an eine Zeit, in der Leitinvestitionen waren, an der Betriebe kamen. Und wie gesagt, ich wüsste ja jemanden, der das kann. Aber meine Bescheidenheit verbietet mir, den zu nennen. Aber vielleicht denken Sie mal darüber nach, was ich vielleicht meinen könnte. Das sind die zwei Hauptpunkte. Und dann, Barbara hat bereits angedeutet, was ich nicht verstehe, ist, dass eben die Bauverwaltung hier in der Landesregierung so miserabel ist. Wir haben wirklich Baupleiten. Wenn jetzt Kappensitzung wäre, würde ich eben sagen, nicht Annegret, sondern Pleitegret wäre dann der Name. Also auf jeden Fall, für alle großen Baupleiten ist sie verantwortlich, das ist die Wahrheit. Also der Museumsbau, der war zuerst, sollte der 10 Millionen, dann 20, dann 30, irgendwann werden wir noch mehr landen, 30 Millionen in Sand gesetzt. Dann kommt die Fischzuchtanlage, das hat sie genehmigt als Innenministerin. Da hatten wir eine Anlage auf einmal, da waren gar keine Fische mehr drin. Das ganze Ding wurde pleite, kostete auch so 20 bis 30 Millionen. Sie ist verantwortlich. Und dann haben wir ein Hochhaus, da sollen Studenten drin sein, aber da sind keine Studenten drin, weil sie beim Brandschutz geschlampt haben, auch 8 Millionen bis 10 Millionen. Jetzt addieren Sie das mal zusammen, 30 Millionen, 20 Millionen, 10 Millionen, da sind schon bei 60 Millionen. Aber wir haben Fledermausbau haben wir gemacht. Aber nur in der Fledermausbau sind auch keine Fledermäuse drin. Ja, das ist die Wahrheit, Sie können das ja alles verfolgen. Wir haben so eine kleine Regierung Schilder, und weil der Oberbürgermeister hier ist und so gescholten wurde, weil man gesagt hat, war das notwendig, dann die Leute überwachen zu lassen, 300.000 angeblich in Sand gesetzt, und dann kriegt er eine Strafe dafür, ist ja alles in Ordnung. Aber welche Strafezettel kriegt denn Annegret Kramp-Karrenbauer für zig Millionen? Wieso übernimmt überhaupt keiner mehr die Verantwortung für große Pleiten? Das will ich doch auch noch sagen. Und dann kommt jetzt vor der Wahl natürlich die Orgie der Versprechungen. Und dann greifen Sie jetzt auch Vorschläge von uns auf. Wir haben schon vor langem gesagt, G9 wäre besser, wir wollen das wieder einführen, langsam wieder einführen. Jetzt kommen die anderen Parteien auch, ich muss allerdings redlicherweise sagen, die CDU sagt nein, machen wir nicht. Wir haben gesagt, wir wollen also, weil das Schulessen kostenfrei ist, dass eben die Kindertagesstätten eben allen ohne Gebühren offen sind und so weiter und so weiter. Aber diese unsere schönen Vorschläge, die sagen wir nicht einfach so. Im Gegensatz zu den mit uns konkurrierenden Parteien sagen wir auch, dass wir den Reichen an den Geldbeutel wollen. Wissen Sie, warum die Linke nicht so beliebt ist? Denken Sie mal darüber nach. Die Linke ist nicht beliebt, und das ist mein ganzes Leben, ist mir so gegangen, weil die Medien nicht die Sprachrohre der Hartz-IV-Empfänger sind, der Rentner sind, der Arbeitnehmer sind. Die Medien sind immer die Sprachrohre der Wohlhabenden. Dass Unternehmen höher besteuert werden, wenn sie natürlich ordentliche Gewinne haben, das ist ja klar. Und wenn wir fordern, dass eben Leute mit sehr hohen Einkommen höhere Steuern zahlen, da würden auch alle Politiker mit runterfallen. Und wenn wir Vermögensteuern fordern, dann sind alle Verlegerfamilien beleidigt, von Springer angefangen über Bertelsmann. Die trinken ja immer Kaffee mit Angela Merkel, die Damen, die dort als Sekretärin oder Kindermädchen auf einmal zu großen Unternehmerpersönlichkeiten wurden. Haben Sie mal darüber nachgedacht? So, die trinken ja Kaffee und deswegen mögen die uns alle nicht, weil wir sind die einzige Partei, die den Reichen an den Geldbeutel will. Wir glauben, ohne das gibt es keine soziale Gerechtigkeit. Der überall fest in den Köpfen sitzt. Ich sage manchmal, wenn ich etwas zornig bin, früher als ich jünger war, war ich noch temperamentvoller, etwas zorniger. Heute bemühe ich mich, das Temperament zu bewahren.
Da sage ich immer, habt ihr einfach darüber nachgedacht, was ist Besitz und Vermögen, woher kommt das eigentlich? Und vorhin habe ich gesagt, wir müssen mal darüber nachdenken, was Terrorismus ist. Jetzt sage ich, was ist Besitz und Vermögen? Wie entsteht Vermögen? Wie entsteht Eigentum? Was ist Eigentum? Im Grundgesetz steht Eigentum, ist garantiert, es ist nur sozial verpflichtet. Aber es steht nicht drin, was Eigentum ist. Wie nicht drin steht, was Terrorismus ist. Es steht auch nicht drin, was Demokratie ist. Es steht auch nicht drin, was Freiheit ist. Nein, das steht alles nicht drin. Und Eigentum, das war die große Formel der Aufklärung, ist das, was du dir selbst erarbeitet hast. Und wenn man da mal drüber nachdenkt, wenn Eigentum das ist, was man sich selbst erarbeitet hat, dann ist das ja alles in Ordnung, würde jeder hier ja sagen. Aber dann ist die Frage, wie kann denn jemand sich selbst eine Milliarde erarbeiten? Wie geht denn das? Und jetzt kommen Sie an den Kernpunkt linker Politik. Die Antwort ist, eine Milliarde kann sich überhaupt niemand erarbeiten. Eine Milliarde kann man nur kriegen, wenn man sich die Arbeit anderer aneignet und das daraus resultierende Geld aufs eigene Konto leitet. Das nennen wir dann Kapitalismus oder so. Reichtum entsteht in dieser Wirtschaftsordnung, indem man die Arbeit tausend anderer Menschen nimmt und auf sein eigenes Konto leitet. Muss das so sein? Und wenn Sie sagen, wie können wir das denn ändern? Ja, wir haben es ja hier geändert. Bei Saarstahl ist das nicht mehr so. Früher saßen da die Röschlings. Das war irgendwann eine Familie mit 100 Leuten. Die haben alle Dividenden bekommen. Ist alles zu Ende. Jetzt haben wir eine Stiftung dort. Und diese Stiftung entscheidet über alles, was im Saarland passiert. Die Saarstahlindustrie ist keine Industrie mehr, die eben so funktioniert, dass die Arbeiter ihren Arbeitsvertrag abliefern und es nicht auf die Konten von Privatfamilien liegt. Geht doch! Und diese Saarstahlindustrie ist besser aufgestellt als andere Wettbewerber in der Bundesrepublik. Warum? Weil alles, was erarbeitet wird, im Unternehmen bleibt und größtenteils wird investiert. Das ist die Saarstahl-Stiftung und dieses Modell möchten wir ausweiten. Wir möchten eben, dass Belegschaftsbeteiligung und Stiftungslösungen sich wieder ausbreiten. Ein Thema, das in den 80er Jahren ein zentrales Thema war, in den 70er Jahren. Es ist ganz vergessen, aber die Frage muss doch sein, in der Welt, in der das Vermögen immer ungleicher ist. Was ändern wir denn? 8 reiche Menschen haben so viel wie die Hälfte der Menschheit. Das hat doch mit Gerechtigkeit nicht mehr zu tun. Das ist irre. Das ist einfach ein einziges System der Behinderung und des Hauptschulds. Denken wir mal drüber nach. Denkt an den Papst, wenn ihr mir nicht glaubt. Der sagte eben, diese Wirtschaft tötet. Er sagt sogar noch etwas anderes in einer Rede kürzlich. Das System ist terroristisch, hat er gesagt. Das habe ich eines von gesagt. Aber diese Wirtschaft tötet nicht, nur sie verteilt den Reichtum unendlich ungerecht in der Welt. Hab ja nichts gegen Bill Gates und all die Figuren, aber 40, 50, 60 Milliarden Dollar oder so, als wenn die sich das erarbeitet hätten, das ist doch Kinderglaube. Manchmal, wenn ich zornig bin, sage ich, die öffentliche Debatte ist bei dieser Frage auf dem Niveau der Kinder bei Grimms Märchen. Die haben alle gedacht, der König und der Kaiser, die haben sich die Schlösser selbst gebaut. Die haben das Gold selbst aus der Erde gegraben. Und jeder wollte ja auch mal König sein. Und jeder will heute vielleicht mal Bill Gates sein oder sowas. Kann man alles von träumen. Aber vielleicht sollten wir mal darüber nachdenken, wie Eigentum entsteht, wie die Welt gerechter wird. Und eine Welt, die so ungerecht ist, dass 8 Menschen so viele haben wie die Hälfte der Menschheit. Und der jeden Tag eben Tausende von Kindern verhungern. In der eben 1 Milliarde auf dieser Welt nicht genug zu essen hat, wenn auf der anderen Seite auch Zöllner Reichtum ist. Eine solche Welt, mit der können wir uns doch nicht abfinden. Und jetzt habe ich schon lange genug geredet, Sie wollen auch miteinander reden und miteinander trinken oder was weiß ich. Ich wollte eigentlich nur deutlich machen, dass Politik spannend ist, dass es lohnt zu streiten. Ich freue mich, dass auch Kolleginnen und Kollegen anderer Parteien hier sind. Aber ich wollte natürlich für unseren politischen Ansatz werben. Die Welt wird nur friedlich, wenn es sozial gerecht zugeht. Wenn Menschen irgendwo stehen und sagen, der wird viel besser behandelt als ich bin Leiharbeiter,
ich kriege eben nur 10 Euro, der macht dieselbe Arbeit, der kriegt 15, 16 oder 20 Euro, dann ist die Welt unfriedlich. Im Kleinen fängt das an, im Großen setze ich das fort. Nein, die Idee der sozialen Gerechtigkeit ist die Kernidee der Linken und deshalb werbe ich für die Linke. Noch einmal Frau Schneider und auf gutes Ergebnis hinweisen. Okay.